Hallo und willkommen zurück auf Tuning Block Kanal und zwar heute zum dritten Mal mit einem Gerät von Lanmodo. Und zwar ist das wieder eine Nachtsichtkamera mit ganz normaler Dashcam-Funktion. Das ist wie gesagt mittlerweile das dritte Gerät, was wir testen. Und die Besonderheit hier ist, die hat nicht wie bei den anderen beiden Geräten die Kamera quasi im Bildschirm integriert, sondern die ist hier separat. Gibt eine Klebehalterung für die Windschutzscheibe, wo man die so befestigt. Und ja, als Vorteil ist eben die Möglichkeit, dass man die Kamera tatsächlich in mehreren Bereichen der Windschutzscheibe justieren kann, was bei den vorhergehenden Modellen, also wo die Kamera hier integriert ist, ein bisschen schwieriger ist. Ob das allerdings wiederum nötig ist, ja, muss jetzt jeder für sich entscheiden, weil wenn man den Bildschirm, sage ich mal, den Lanmodo-Bildschirm jetzt an die Windschutzscheibe per Saugnapf hängt oder eben mit diesem Standfuß, der kann entfernt werden, das ist die Alternative, mit dem Standfuß auf das Armaturenbrett stellt, dann ist ja meiner Meinung nach eigentlich der komplette Windschutzscheibenbereich abgedeckt und ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so der große Vorteil ist, kommt vielleicht ein bisschen aufs Einsatzgebiet und auch aufs Fahrzeug an. Gibt vielleicht auch Fahrzeuge, die irgendwo im Outback genutzt werden, wo es vielleicht sinnvoller ist, wenn die Kamera an der Heckscheibe ist oder in der Seitenscheibe oder wie auch immer. Also das wäre ein Einsatzgebiet, was ich mir vorstellen kann, aber das ist sicherlich ja, für die meisten irrelevant. Ja, was gibt es zu sagen? Also rein von der Funktion gegenüber den anderen Modellen. Ich blende euch die jetzt übrigens mal mit oben rechts ein. Da ist das 2019er Modell und ich glaube das 2020er Modell dabei. So wahnsinnig groß sind die Unterschiede jetzt übrigens nicht. Auch hier wird versprochen, dass die Aufnahmen eben bei Nacht ja, kristallklar sind und egal ob jetzt Regen, Schnee, in Tunnel, Autobahn oder wie auch immer, die Aufnahme ist quasi immer identisch gut, verspricht zumindest der Hersteller. Ansonsten bietet das Gerät 300 Meter ja, Entfernung, also Reichweite. Man kann 300 Meter schauen, wenn, glaube ich, das Fernlicht vom Fahrzeug angeschaltet ist. Ja, lasse ich jetzt auch dahingestellt, sind es 280 oder sind es wirklich 300 Meter, aber ja, das verspricht Lanmodo. Die Kamera hat einen 75-Grad-Winkel, da ist ein bisschen höher als bei dem Modell mit der integrierten Kamera. Das ist nicht schlecht, weil auch das Bild dadurch deutlicher wird und natürlich der Einzugsbereich rechts, links der Windschutzscheibe schon komplett ja, erfasst wird, sage ich mal. Ansonsten sind die Funktionen aber relativ gleich. Also auch hier gibt es je nach Anschluss, wenn mit Dauerplus verbunden, hier ist auch wieder so ein Anschluss für einen OBD-Stecker dabei. Ne? Also es gibt einen Zigarettenanzünderanschluss und dann gibt es den OBD. Anschluss für die Stromvorsorge. Je nach Fahrzeug kann der OBD-Anschluss natürlich auch ermöglichen, dass das Gerät Dauerstrom hat und somit auch über Nacht und so weiter komplett aufzeichnen kann. Ist das nicht der Fall, dann muss man sich eben auf gut deutschen Kopf machen, wie man da 24, wie man ja genau 24 Stunden quasi Strom daran bekommt. Heißt, wenn die Zündung aus ist, dass die trotzdem weiter filmt. Weil meiner Meinung nach ein Nachteil ist, es ist nach wie vor kein Akku integriert. Der müsste ja keine 20 Stunden halten. Es reicht vielleicht auch einer, der 12 oder 15 Stunden hält. Wäre für mich, finde ich, eine coole Sache, damit man eben auch nachts, wenn das Auto geparkt ist oder generell, wenn das Auto geparkt ist, dass die weiter aufzeichnet. Okay, das hat es nicht. Auch ein weiterer Nachteil, also wir sind ja auch dazu da, die Nachteile hier aufzuzeigen. Ein weiterer Nachteil für mich ist ganz klar doch die relativ sperrige Bauweise. Also man hat den Bildschirm, man hat diese extra Kamera da an der Windschutzscheibe hängen. Das ist schon nicht ohne, in dem Fahrzeug die beiden Sachen unterzubringen. Zumindest dann, wenn man jetzt ein bisschen darauf achtet, dass man sagt, das Interieur soll noch aufgeräumt sein. Denn zu den beiden Geräten, sage ich mal, kommt ja auch jeweils noch ein Kabel. Und solche Anschlüsse sind natürlich schon sehr schwer zu verstecken. Also meiner Meinung nach kann man die eigentlich nicht mehr verstecken. Die hängen irgendwo im Auto rum. Wer damit leben kann, dann ist das in Ordnung. Ein weiterer Nachteil für mich ist noch der Bildschirm. Ich kann den ja mal hier aktivieren. Der Bildschirm hat keine Touch-Funktion. Nach wie vor nicht. Warum auch immer, hier oben drauf sind Knöpfe angebracht für Menü und so weiter und so fort. Das ist in Ordnung. Aber eben eine Touch-Funktion gibt es in dem Sinn nicht. So, und jetzt kann man hier
Na, das ist quasi die Funktion der Kamera. Genau, ist jetzt ein bisschen nah dran, ist natürlich klar, dass das relativ unscharf ist. Ich zeige euch das aber nachher dem Fahrzeug, wie es genau funktioniert. Die Kamera muss natürlich schon weiter weg. Man hat ja hier die Motorhaube und die Windschutzscheibe, also mindestens 2,5 Meter, sage ich mal, oder 3 Meter vor dem Fahrzeug ist realistisch und ab da wird es auch scharf. Also so scharf, dass man Kennzeichen erkennen kann, dass man Verkehrsschilder erkennen kann und ja, dass man alles um einen drumherum erkennen kann. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt eine optionale Rückfahrkamera, die hat einen 170-Grad-Winkel. Ist jetzt hier nicht mit dabei, kann ich euch nicht zeigen. Dann gibt es die Möglichkeit, die eben, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, an der Frontscheibe zu befestigen. Dann gibt es dann diese Halterung dafür, wird hier eingeschraubt, wird der Bildschirm befestigt, der Standfuß kommt dann weg. Und alternativ gibt es auch noch zwei Halterungen für den Innenspiegel. So ein Band, was macht man im Rückspiegel drum? Da kann man den Bildschirm quasi vor den Rückspiegel setzen. Ansonsten mit dabei ist diese SD-Karte, 128 GB, auf jeden Fall auch eine hochwertige Karte. Das ist relativ cool, weil so ein Teil mit 128 GB und schneller Datenverarbeitung kostet auch ein paar Euro. Von daher ja. Ich werde jetzt euch das Gerät draußen zeigen im Fahrzeug. Ab heute in kleinen Skoda zum Testen. Ich werde den Standfuß wieder nutzen und werde dann die Kamera von außen anbringen. Und dann zeige ich euch einfach mal eine Aufnahme am Tag. Und dann zeige ich euch meine Aufnahme bei Nacht. Also Fahrzeuglicht ausgeschalten, dass das Teil tatsächlich auch im Stockdunkeln filmen kann. Also das funktioniert tatsächlich. Und ja, sonst die normale Funktionsweise mit dem Licht vom Fahrzeug. Ne? Was ich trotzdem erwähnen muss, also der Hersteller, also Lanmodo, gibt ja an, dass das eben das Fahren im Dunkeln schon durchaus deutlich sicherer machen soll, da eben wirklich alles rechts und links und im Entfernten erkannt wird durch die Nachtsichtfunktion. Das kann ich durchaus bestätigen, auch schon mit den anderen beiden Geräten. Es ist so, was aber nach wie vor ein nicht wegzudiskutierender Nachteil ist. Das ist die Tatsache, dass man eben entweder geradeaus schaut, wenn man Auto fährt, oder man schaut auf den Bildschirm. Beides ist überhaupt nicht möglich. Das stresst, wenn man versucht, man blickt hier hin und her. Für mich ist immer noch der größte Nachteil, ich muss den Blick von der Straße nehmen, um auf den Bildschirm zu schauen, um zu gucken, ist dort irgendwas in der Dunkelheit. Das lasse ich mal jetzt dahingestellt, ob man damit fahren kann. Also ich würde eher sagen, man sollte nicht damit fahren und sich auf diesen Bildschirm konzentrieren. Ansonsten unbestritten auf jeden Fall eine bessere Funktion bei Nacht. Also sollte es mal zu einem Unfall kommen, dann ist das garantiert eine gute Möglichkeit, ein glasklares Bild auch bei Nacht aufzuzeigen, was mit vielen anderen Dashcams, ja in der Regel, egal was die jetzt angeben, die Hersteller, man sieht eigentlich immer, dass das Video, was man bei Nacht aufnimmt, mit den Scheinwerfern, Abblendlicht oder Fernlicht, eigentlich egal welche Kamera, egal welcher Preisbereich, bis hoch zu 600-700 Euro haben wir alles schon gehabt, trotzdem kaum in der Lage ist, tatsächlich ein gestochen scharfes Bild zu liefern, was auch mal ermöglicht, ein Kennzeichen zu finden. Es gibt nur wenige Kameras, die das können. Also die kann das definitiv. Ja, das jetzt dazu. Jetzt gehen wir raus ins Fahrzeug und da zeige ich euch die Kamera dort im eingebauten Zustand. So, und so schaut der Spaß jetzt im eingebauten Zustand aus. Also von außen, ja, definitiv zu erkennen. Ja, hier steht der Bildschirm, hier ist die Kamera. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen aufs Fahrzeug an. Bin jetzt ja nicht so der Skoda-Kenner, aber auf jeden Fall, das Auto ist zugeschlossen und das ist auch schon seit einigen Minuten. Aber wie man sieht, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, also der Zigarettenanzünder gibt hier scheinbar dauerhaft Feuer, denn der Bildschirm ist an. Also da würde jetzt wahrscheinlich auch über Nacht anbleiben und das Fahrzeug taghell erleuchten. Ich mache das Auto jetzt mal auf, ändert nichts. Ne? Also Strom bleibt drauf. Ja, eingebauter Zustand. Wie gesagt, also mein größtes Problem ist bei sowas echt die Kabelverteilung. Also hier, die sind jetzt nicht gebrochen oder so, keine Angst. Aber die könnte man hier ganz gut im Handschuhfach verstauen. Aber das ist quasi der Stand der Dinge. Damit muss man sich anfreunden können. Natürlich gibt es Möglichkeiten, die Kabel da so ein bisschen zu verstauen und auch ein bisschen geschickt einzubauen. Das Kabel könnte man hier oben am Dachhimmel entlang führen und so weiter und so fort. Könnte funktionieren, aber zumindest diesen Pulk an Kabeln, den bekommt man nicht weg. Der ist 10 cm lang. Wo soll der hin? Mit diesem riesigen Teil da hinten dran, das wird schwierig.
Ja, gut, das dazu. Also das sind für mich jetzt die Nachteile, was ich genannt habe, was aber jetzt natürlich nichts mit der Funktion zu tun hat. Ist eben eine optische Sache. Ansonsten zum Gerät, hier gibt es einen Menübutton, der ist hier. Das ist quasi das Menü. Da gibt es jetzt nicht wirklich viele Einstellungen. Also ich finde jetzt auch nichts, dass zum Beispiel der Bildschirm sich nach 10 Minuten abschaltet, wenn sich das Fahrzeug nicht mehr bewegt. Das wäre jetzt so mein Gedankengang. Der bleibt scheinbar echt die ganze Nacht an. Zieht auch dauerhaft Strom. Ja, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Wie viel? Ich glaube, der zieht so 10 Watt in etwa. Also mit einer fitten Autobatterie funktioniert das schon, aber wenn das Auto ein, zwei Wochen steht, weiß ich nicht. Gut. Nochmal zum Menü. Ansonsten gibt es ja die typischen Dashcam-Funktionen, die Loop-Zeit, ne, wann wird das Video wieder überschrieben, dann die Helligkeit vom Bildschirm kann man einstellen, G-Sensor, ja, man kann es ja eigentlich alles lesen. Was es schon mal nicht gibt, ist ein deutsches Menü. Englisch sollte man also können. Man kann hier noch in dem Bereich einstellen, ob das Teil an der Windschutzscheibe hängt oder ob es eben den Standfuß hat. Das ist einfach dafür, weil dann, wenn es an der Scheibe hängt, ist es spiegelverkehrt und dann dreht es den Bildschirm. Das waren im Wesentlichen die Funktionen. Und das Wichtige ist jetzt die Testfahrt im Dunkeln, auch im Hellen. Da tue ich euch mal ein Video mit reinschneiden, wie die Kamera im Helm filmt. Und dann schneide ich euch ein Video mit rein, wie die im Dunkeln filmt. Und dann denke ich, seid ihr gut informiert und könnt euch eine Meinung bilden. Und wenn das dann für euch interessant ist, dann schlagt zu. Der Link, wo man die Lanmodo kaufen kann, den füge ich euch mit ein. Da ist auch wieder rechts der Blogbeitrag eingefügt, wo nochmal quasi alle Informationen, die ich euch jetzt gesagt habe, nochmal niedergeschrieben sind. So, hier ist der Spaß mal bei Dämmerung. Also wir haben es jetzt 20 Uhr. Es ist, ja, also in dem Wald, was ich jetzt hier quasi vor mir habe, ist es schon richtig duster. Und kommt vielleicht auf dem Handy gar nicht ganz so rüber. Das versucht ja auch alles noch ein bisschen heller zu machen und das Bild besser zu machen. Aber es ist schon richtig dunkel und dann sieht man hier mal einen Vergleich dazu. Also es ist, ja, ist halt taghell, ne? Aber wenn man jetzt fährt, na, sieht man eigentlich schon sehr, sehr deutlichen Unterschied. Und jetzt das Ganze nochmal im Stockdunkeln. Also das normale Fahrzeuglicht ist jetzt an. Und hier haben wir das Lanmodo Nachtsichtgerät. Ich hoffe mal, es tut nicht zu sehr überbelichten. Und jetzt schalte ich mal das Fahrzeuglicht komplett aus. Also es ist wirklich, also hier sieht man die Hand vor Augen nicht mehr. Es ist rammeldunkel, um das mal so auszudrücken. Und ja, also man könnte jetzt durchaus, ich versuche das mal, zu fahren. Also das ist quasi eine taghelle Sicht. Das ist schon äußerst cool. Na, hier zum Vergleich draußen, da spiegelt sich das Bild. Ich kann ja mal hier rausschauen. Okay, jetzt Fahrzeuglicht an. Da wird es hier noch ein bisschen heller gemacht. Na. Fernlicht. Ja, es ist ein. Das, was sie versprechen, das halten sie auf jeden Fall. Also man kann komplett ohne Licht fahren, was natürlich nicht der Sinn und Zweck der Sache ist, aber was eben verdeutlichen soll, was mit dem Nachtsichtgerät möglich ist. So, ich hoffe, ihr hattet jetzt einen langen, ausgiebigen Eindruck. Es sind keine Fragen offen. Wenn doch, dann einfach in die Kommentare schreiben, so wie wir Zeit haben, wie ich Zeit habe, wie jemand von Tuningblock Zeit hat, beantworten wir die definitiv. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst bitte auch eins da. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Thank you.